Er trainiert europäische Spitzenpolitiker, Diplomaten und Manager. Ein sympathischer Gerhard Schadler präsentiert sich auch uns, abseits der Bühne bei der Bundestagung der jungen Wirtschaft. Gerhard Schadler beschäftigt sich seit 35 Jahren mit menschlichen Steuermechanismen. Sein Fazit: Investieren sollte die Wirtschaft mehr Ausbildungszeit in Gefühle anstatt in Verstand. Wenn dann ausgebildete Verstandesmenschen in den Alltag hineingeworfen werden, dann sind sie mit emotionalen Situationen total überfordert. Und dann liest man beispielsweise in der Zeitung, dass zwei Akademiker sich um einen Parkplatz gestritten haben, sich in die Haare geraten sind und vor Gericht gelandet sind. Im normalen Alltag, wo es darum geht, Tagesgeschäft zu erledigen, wird sowohl bei den Mitarbeitern eines Unternehmens das Thema Gefühle ignoriert, genauso wie bei den Führungskräften als auch beim Management. Gefühle haben eine Fülle von Kettenreaktionen zur Folge und sind deswegen nicht so harmlos, wie wir annehmen. Gefühle entstehen, indem ich eine Situation erlebe, diese Situation von mir beurteilt wird und durch diese Beurteilung bewege ich quasi eine Art Drehschalter in meinem Kopf. Und wenn durch mein Denken dieser Schalter sich nach unten bewegt, dann aktiviere ich in mir Stresshormone. Es kann sein, dass in einem Flugzeug ein Passagier sitzt, der sich absolut schlecht fühlt. Jedes Geräusch des Flugzeuges, jede Bewegung wird als Gefahr interpretiert. Das führt dazu, dass mein Gefühlsschalter sich nach unten bewegt, in mir Stresshormone hochkommen und ich fühle mich fürchterlich während des Fluges. Am Nebenplatz sitzt ein Passagier, der fühlt sich wunderbar, sieht während des ganzen Fluges nur den Urlaub vor sich, freut sich auf die schönen Tage, die er vor sich hat, was dazu führt, dass er in genau derselben Situation seinen Gefühlsschalter durch seine eigenen Gedanken nach oben bewegt. Und der Dritte, der sich über den Flug überhaupt keine Gedanken macht, der wird mit neutralem Gefühlsschalter im Flugzeug sitzen und keine speziellen Gefühle dieser Situation entgegenbringen. Und das Entscheidende ist, alle diese Personen erleben die gleiche Situation und trotzdem fühlen sie sich völlig unterschiedlich. Warum? Weil für die Gefühlsentstehung nicht die Situation verantwortlich ist, sondern ich selbst. Wenn der Fokus auf die Schwächen gelenkt wird, dann bedeutet das, ich gehe mutloser in die Welt, ich traue mir weniger zu. Und wenn das aufgrund der langen Erfahrung zu einer Einstellung wird, dann kann das meinen ganzen Karriereweg negativ beeinflussen. Und wenn ich etwas vorhabe, brauche ich viel Kraft. Wenn die habe ich nicht, wenn meine Stimmungslage gedrückt ist. Wenn ich bemerke, dass eine Sichtweise mich nicht unterstützt, dann wäre es sinnvoll, sich in diesem Moment die Frage zu stellen, wie könnte ich das noch sehen? Diesen Gefühlsschalter durch mein Denken zwinge, sich nach oben zu bewegen, dann bringe ich mein Gehirn auf die Idee, dass es vielleicht möglich wäre, ein und dieselbe Situation aus einer anderen Perspektive zu sehen, die hilfreicher ist. Eine typische Eigenschaft von Berufstätigen ist, dass sie sich im Alltag zu oft durch die Konzentration auf das, was noch vor ihnen liegt, sprich auf die viele Arbeit, die sie noch zu tun hat, sie sich selbst unter Druck setzen und dieser Druck jetzt sie noch langsamer macht, was das Problem des vorhandenen Stresspotenzials erhöht. In einer stressigen Situation ist es effektiver, sich auf das zu konzentrieren, was man schon erledigt hat, weil das mehr Energie gibt als die Konzentration auf das, was man noch nicht gemacht hat und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man das besser und eleganter erledigen kann.